gibt's denn heute? Heute machen wir Spätzle und zwar selber, weil es ja quasi Weihnachten ist, das das passende Gericht. Und ich sage euch, bei etwaigen Aggressionen, die man in sich trägt, ist Spätzle machen noch viel, viel, viel besser. Warum? Das werden wir gleich sehen, die muss man nämlich schlagen. Ach, schlagen, ah. So, so. So. Wir beginnen, wie man sieht, mit Eiern. Vom Huhn. Vom Huhn. Aha. Ich nehme 8. Sind die auch freigelaufen? Ja, die sind bio und freigelaufen. Natürlich. So. Gut. Ich nehme 8. Wie gesagt, das wären dann so 8 Portionen. Für zu Hause, ohne Großfamilie, dann dementsprechend weniger. Das soll ich alles essen, dann 8 Portionen? Ja, sicher klein und schlank, vielleicht wachsen sie dann noch. Ach so. Ne? Ja. So, Eier. In eine Schüssel. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Das ist wundervoll. Wir verrühren das schon mal ein wenig. Ohne Mixer weiter, oder? Die werden ja geschlagen. Ordentliche Spätzle. Und das ist ja eine fast religiöse Aufgabe, macht man ohne das Mixer. Schlagen ist religiös. Hä? Schlagen? Ja, ja, ja. Das hat ja eine uralte Tradition. Das ist, wie gesagt, wie man sie dann im Endeffekt macht, ist auch eine Glaubensfrage. Wir machen gleich Klöpfle. Ist einfacher und kann fast jeder. So. Wenn das verkleppert ist, ja, salzen wir das. Tun ein bisschen Wasser drauf. Das Schöne daran ist, das kann man nach dem Gefühl machen. Das ist also nicht wie Backen. Man kann da ganz frei walten. Ein bisschen Wasser. Eier, jede Menge. Und dann fangen wir an, da Mehl reinzukippen. Das staubt ja ganz schön. Ja. Dann wird die Küche schmutzig. Ja. Kochen ist prinzipiell eine schmutzige Sache. Ah, ja. Da sieht man der ganze Abfall drauf. Ja, das S in dir wird sich freuen. Aha. So. Immer mal schön ein bisschen verrühren. Das ist meistens mehr als man denkt. Vom Rand abkratzen. Wird da jetzt noch lange gerührt? Oder? Ja, noch rühren wir ja. Gleich schlagen wir, wenn das so eine ansatzweise richtige Konsistenz bekommt. Ja, ich bin mal gespannt, wie da geschlagen wird. Wie ein Flitzebogen. Und vor allen Dingen, wohin geschlagen wird. In deine Richtung. Ach so. Und in der Zwischenzeit habe ich ungefähr 35 Sekunden gerührt. Hat jetzt erstmal so eine Konsistenz. So. Ist noch ein bisschen klumpig und jetzt fangen wir an zu schlagen. Man kann sich ganz mütterlich dabei vorkommen. Es muss nämlich... Heute wird aber nicht mehr geschlagen. Die schwarze Pädagogik, hast du eine Ahnung? Es muss nämlich, und das ist der Sinn der Schlagerei, möglichst viel Luft unter den Teich. Achso. Bisher wird ja wenig geschlagen, finde ich. Oder ist das schon geschlagen? Ja. Anstrengend, ja. Ja, magst du mal. Oder Männer, die ja keinen Sport ausüben, ist das, glaube ich, zu anstrengend. Naja, man wird dann sportlich. Ich persönlich bin eindeutig, obwohl ich ja Sport verabscheue, weil man dann schwitzt, eindeutig sportlicher geworden, seitdem ich diese Passion ausübe. Ist mir deutlich beim Schaltbodenfahren aufgefallen. Ah ja. Man händelt mit schweren Pfannen, schlägt Spätzleteig. Wie oft macht man das denn pro Tag so? Was? Spätzle machen? Ich mach das auch. Schlagen meine ich auch. Dann. Das habt ihr ja selbst überlassen. Ah, wunderbare ja. Blase, ja. Dann ist der in Ordnung. Da kam noch einer. Da kann der erstmal ein bisschen stehen. Gut. Ein bisschen stehen. Währenddessen setzen wir Wasser auf. Ja, das ist ein Topf mit Wasser. Mit Wasser. Wie es aussieht, ja. Ups. Hilfe. Von hinten. So. Welches wir dann auch noch salzen. So.
ein Knöpflebrett. Besteht aus sowas. Aha. Und einem Schaber. Wegen Schaben. Ja, genau. Okay. Dann bauen wir uns noch eine Spätzlestraße, mag ich es mal nennen. Wir brauchen einen großen Auffangbehälter. Und kaltes Wasser. Kocht immer noch nicht. Nein, deswegen machen wir noch anderes. Ja, aber hier so ein Blech mit Löchern, das hat ja auch nicht jeder. Nein, das muss man sich kaufen. Kostet 9,90 Euro, glaube ich. Also, das ist teuer für einmal Spätzle machen. Ja, man soll ja dann noch öfter Spätzle machen. Das Gute ist, das ist ja jetzt die Ausgangsform des Spätzle. Da ist ja der Fantasie irgendwie nichts im Wege stehen. Du kannst sie grün machen, indem du in die Eier vorher durch den Mixer jagst mit Basilikum oder Petersilie, dann sind sie grün. Du kannst Thymian mit reintun, du kannst rote Beete mit reintun. Also Spinat würde auch. Spinat gehen. Kannst du auch machen. Also kannst du ganz viel machen. Heidelbeeren. Du kannst vermutlich auch süß machen, das könnten wir mal versuchen. Ah, noch so ein Tauchbecken, wofür ist das gut? Genau, um die heißen Spätzle, die wir dann aus dem Wasser holen, dann kalt abschrecken. Sieht ja alles verdammt kompliziert aus. Nein, ist es nicht. Wie beim Arzt. Das Wasser kocht fast. Wir setzen das Spätzlebrett auf den Topf. Machen eine hübsche Portion. Teig da drauf. Und schaben das da durch. Ja. Das könnten ja Kinder auch machen. Ja, ja, ja. Also mit Begleitung. Ja, ja, gut. Und wegen der Schmiererei. Ja, Schmiererei ist super. Ja. Gut, ja. Physikalisch ist das ja klar, nicht? Dass ja. Der Teig da durch die Löcher durchgeht. Oh! Das sieht ja schon mal interessant aus. Licht, ja. Wie Maden irgendwie. Bescheuert. Ich mach das nicht mehr mit dir. Das ist das letzte Mal. Dein Essen wird hier gedisst. Nein, sieht lecker aus, wirklich. Ja. Aha, schon fertig? Dauert nicht mehr lange. Und wie lange müssen die noch im Wasser bleiben? 2 Minuten. Spätzle. Sieht man das irgendwie, dass die fertig sind? Ja, man merkt's. Woran? An der Konsistenz. Das sieht schon ganz gut aus. Wenn sie dann auch wirklich oben schwimmen, die sacken ganz am Anfang ein bisschen runter, das geht wirklich schnell. Aha. Gut. So, und dann holen wir die Viecher raus. Ja. Und schrecken sie ab. Relativ einfach aus. Das ist auch relativ einfach, deswegen machen wir es ja hier. Zubereitungsgeschichte, yes. Da. Ja, ja, ja. Aber das Spezialwerkzeug, nicht? Das müssen wir schon haben. Ja, man kann auch schaben. Das muss man dann allerdings wirklich üben. Meine erste Schabeversuche klebte die Hälfte an der Wand und es waren eher Spätzle-Monster. Ja, die werden ja jetzt kalt da. Ja. Soll das so sein? Ja. Gut. Vom Kochtopf zum Abschrecken in die Wanne. Genau. Oh, was haben wir denn da? Genau. Eine etwas abgewandelte Variante des klassischen. Ich habe schon mal Schmorgemüse gemacht. Ich habe allerlei Gemüse ganz klein geschnitten. Also Paprika und Zucchini und in diesem Fall ist es ein bisschen Sellerie. Kräuter dazu getan, in diesem Fall Petersilie, Basilikum, Rosmarin und Thymian, ein bisschen Tomatenmark, Salzen, Pfeffern, ja. Balsamico, Weißen und Olivenöl. Dann kommt das bei 180 Grad in den Ofen, bis es ungefähr so aussieht. Duftet gut. Ja. Und das passt jetzt hier zu diesen Schwäbischen. Ja, das können wir euch auch dann nochmal zeigen. Was können wir zeigen? Wie das dann aussieht. Fertig. Ja. Sollen wir das? Ja. Aber nur wenn der Mann das heute auch isst.
Was hat Frau Weber jetzt wieder gemacht? Hat eine Pfanne genommen und Butterschmalz dort reingetan. Butterschmalz, ah. Ja. Butterschmalz. Jetzt gehen Sie mal kurz weg und holen einen Löffel. Aber ich muss da weiter weg, da spritzt mir hier die Optik voll hier. Also Fettle einfach jetzt da genau. In die Pfanne rein. Das ja. Wie man mag. Salz ist gleich. Schon wieder? Ja. Nudeln brauchen immer relativ viel, um auch ein bisschen Geschmack zu entfalten. Pfeffer ist super. Zwiebeln, da ein bisschen Gemüse drunter, je nachdem, wie viel man mag. In diesem Fall wenig, weil ich es essen muss und ich muss es noch vertauchen. So, dekorieren ein wenig unter Umständen mit dem, was drin ist. Das hatten wir ja schon, möchtest du da Käse drüber haben? Ja.